Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einem neuen League of Legends Guide zu Amumu im Jungle. Und wie immer kommen wir zuerst einmal zu den Fähigkeiten. Da hatten wir einmal seine passive verfluchte Berührung. Amumus normale Angriffe verfluchen seine Gegner für 3 Sekunden und lassen sie zu 10% zusätzlichen absoluten Schaden erleiden, wenn sie vom magischen Schaden getroffen werden. Ist einfach ein kleiner Buff, falls wir ein Heavy AP Team haben. Ganz nice. Dann haben wir noch den Bandagenwurf. Wirft eine Bandage in Zielrichtung, trifft sie einen Gegner, zieht Amumu sich zu ihm heran. Der Gegner wird eine Sekunde lang betäubt und erleidet 280 magischen Schaden. Das ist unser Bread and Butter Skill. Bei allen Gangs, bei allen Teamfights nutzen wir immer den und ich schalte mal die was. Weil ohne den kann Amumu einfach gar nichts. Muss man einfach so sagen. So sieht das Ganze aus. So fangen wir jeden Gang an, so fangen wir jeden Teamfight an. Dann haben wir noch sein W, die Verzweiflung, aktivierbar. Amumu weint und erneuert sämtliche Flüche auf nahen Gegnern. Er verursacht außerdem pro Sekunde magischen Schaden in Höhe von 30 plus 2% ihres maximalen Lebens. Ist ganz nice, ist einfach ein bisschen Damage, erhöht unseren Clear Speed im Jungle ein bisschen. Gerade da die epischen Creeps ein bisschen mehr Leben haben. Oder auch der Dragon und der Baron später oder der Herald. Ist aber ein Skill, der weitaus effektiver im Late Game ist. Genau. Das decken die gegnerischen Champions dann eben ihr Leben. Aber trotzdem natürlich nice to have. Dann haben wir noch seinen Wutanfall, seine E-Fähigkeit. Passiv Amumu erleidet um 10 verringerten Schaden durch normale Angriffe. Das ist jetzt nicht ganz so geil gegen Champions. Ich meine, ein ADC juckt nicht, ob wir jetzt 10 Schaden mehr oder weniger machen. Oder eher. Aber es ist ganz geil im Jungle. Die Jungle Monster machen alle normale Angriffe, das heißt, wir kriegen die ganze Zeit weniger Schaden durch die. Erhöht einfach natürlich unsere Sustain beim Jungle. Aktive: Momo bekommt einen Wutanfall und verursacht den Einheiten in der Nähe 175 magischen Schaden. Das ist dann einfach unser Clear Speed im Jungle. Wir haben einfach eine AOE Damage, dadurch können wir recht schnell im Jungle unterwegs sein. Hat aber sogar noch eine kleine Unterpassive. Jedes Mal, wenn Amumu durch normale Angriffe getroffen wird, verringert sich die Ablenkzeit von Wutanfall um 0,5 Sekunden. Das heißt, wir können das relativ spammen, weil gerade durch zum Beispiel Creeps, jetzt hier oben die Kackvögel, die greifen uns ja ständig an. Das heißt, wir haben das relativ oft aktiv einfach. Dann haben wir zu guter Letzt noch seine Ulti. Das wäre Fluch der traurigen Mumie. Amumu umwickelt nahe Gegner, sodass sie 350 magischen Schaden erleiden und 2 Sekunden lang weder angreifen noch sich bewegen können. Außerdem werden alle getroffenen Gegner mit einem Fluch belegt. So, das heißt, wir machen wieder unseren kleinen hier magischen Schadensbuff. Machen natürlich ein bisschen AOE-Damage, aber hauptsächlich ist es einfach, wir stunnen komplett alle Gegner. Das ist halt bei Gangs, ist es ganz cool. Es ist zwar schade, es immer auf einen Einzelnen zu usen, aber meine Güte, Hauptsache es gibt einen Kill. Aber ganz geil ist es halt in Teamfights, wenn ihr es halt mal wirklich schafft, auf den Gegner dran zu springen und dann halt eben die Ulti und das am besten auf alle 5 schafft. Mega. Dann kommt noch so eine Miss Fortune Ult dazu. GG. Ganz einfach. GG. So. Ja, das war's zu seinen Fähigkeiten soweit. Was ich euch noch sagen will, ist natürlich die Ulti immer dann maxen, wenn ihr sie habt. Danach maxt ihr das E, einfach damit wir einen schnelleren Clear Speed im Jungle haben. Denn je schneller wir im Jungle unterwegs sind, desto mehr Gold und Erfahrung bekommen wir, desto schneller steigen wir auf, haben neue Fähigkeiten, haben neue Items, werden stärker. Ganz einfach. Danach maxen wir den Bandagenwurf als drittes, einfach damit wir häufiger ganken können überhaupt und die Cooldown einfach ein bisschen reduziert wird. Und zu guter Letzt dann noch die W-Fähigkeit. Die brauchen wir, wie gesagt, hauptsächlich eher im Late Game, weil erst dann sind die gegnerischen Tanks wirklich tanky. Ja, kommen wir zu seinen Combos und Mechanics. Da hat Amumu ja nicht allzu viele. Standard-Kombo bei jedem Gang, bei jedem Teamfight. QR. Wenn ihr mal kein Q abtappt, könnt ihr auch alternativ einfach ein Flash-R machen. Mana ist alle. Man kann diese Kombos auch einfach noch erweitern, indem wir die W und die E dazu nehmen. Die W ist halt ganz geil, weil die W könnt ihr während die Bandage fliegt, könnt ihr schon die W aktivieren. Das heißt, die schon voll am Laufen, während ihr beim Gegner seid. So haben wir einfach nochmal zusätzlich Damage. Mit Smite können wir natürlich auch nochmal spielen dabei. Das heißt, ich schmeiße meine Bandage, drücke meinen W, mache meine Ulti, mache mein E und mein Smite. So habe ich eigentlich schon recht viel Damage angerichtet für einen Tank.
Gleiche natürlich auch mit dem Flash-Ult. Auch eine Möglichkeit, da können wir halt nicht während dem Flash das W aktivieren. Dann hat er noch kleine Mechaniken im Jungle selber. Und zwar zum Beispiel, wie ihr euren Clear Speed erhöhen könnt. Gehen wir mal davon aus, ihr macht hier euren Red Buff und wollt danach dann eben zu diesen Stein, Schildkröten, wie auch immer die heißen, runterlaufen. Und statt dass ihr jetzt einmal außen rum lauft, könnt ihr auch einfach vom Busch aus einmal rüberjumpen und schon könnt ihr dies starten. Spart euch einfach ein bisschen Zeit, auf das ganze Spiel hinaus gesehen wird es sogar relevant viel. Die Katze schaut im Fenster. Was ihr euch einfach an Zeit sparen könnt, wenn ihr halt direkt reinspringt, auch über Mauern und sowas hinweg. Schnellere Clear Speed, wie gesagt, mehr Erfahrung oder schneller Erfahrung, schneller Gold, schneller die Items, die ihr braucht. Gleiche könnt ihr aber auch defensiv nutzen. Gehen wir mal davon aus, ihr hattet einen Teamfight, habt nur noch sehr wenig Leben und irgendwie ein Xing-Sau rennt euch hinterher wie wild. Oh nein, Panik, 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 ich komme hier nicht weg. Er hat die 5er Schuhe, ihr leider nicht. Er kommt euch auf Dauer immer weiter hinterher. Kein Problem, weil wir können auch einfach zur Not das hier machen. Und tschüss. Geil, ja? Zur Not könnt ihr auch, wenn es euch jetzt zum Beispiel hier ist, hau ab, Red Buff, der Xingsau zum Beispiel rennt euch hier jetzt hinterher, ihr kommt vielleicht gerade noch so irgendwie in den Busch rein. Achso, jetzt sind die Raptoren gar nicht da. Blöd. Zeige ich es euch mal an einer anderen Stelle, was ihr zum Beispiel auch machen könnt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch einfach rüber. Wenn ihr seht, er flasht sich auch, einfach wieder rüber flashen und weg seid ihr. Ihr könnt das Ganze auch nutzen, um den Dragon zu stealen. Das heißt einfach, indem ihr, wenn ihr hier oben steht und seht, dass die den Dragon machen. Aha! Rein, Ultin, Damage und fertig. Ja, das war es auch schon mit seinen Kombos und Mechanics. Mehr hat der Junge leider drauf. Weil die erste Raptoren jetzt weg sind. Ich wollte euch eigentlich da noch was zeigen. Die Raptoren sind jetzt halt einfach weg. Okay. Genau, ich zeige es euch ganz kurz, was ich euch noch zeigen will bei den gegnerischen Raptoren. Machen wir es halt einfach so. Wir starten diesmal an der Red Side. Geht einfach davon aus, wir sind jetzt gerade hier. Und jetzt sind natürlich... Oh, Mann. Okay. Xingsau rennt euch hinterher, ihr mit wenig Leben. Oder ihr seht, dass euer Midlaner hier getowerdived wird. Und ihr befindet euch gerade hier irgendwie, irgendwo. Könnt ihr auch einfach zu den Dingern hüpfen. Ach verdammt, wo war das jetzt nicht gemeint? Vorführeffekt natürlich mal wieder. Ja, ist ja gut, haut ab. So, ihr könnt, was weiß ich, zum Beispiel dann entweder wegrennen. Zack, rüberhüpfen. Ja, es klappt ja wunderbar. Gerade eben hat es noch geklappt, jetzt nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, was ich euch zeigen wollte, war, ihr könnt auch zu dem Ding rüberspringen. Und wenn ihr dann hier gelandet seid, könnt ihr euch einfach hier rüber flashen. So. Ihr könnt es euch bestimmt bildlich vorstellen. Wenn nicht, probiert es einfach aus. Doch wie rune ich denn eigentlich einen Jungle Amumu? Naja, ich gehe meistens mit Entschlossenheit und Zauberei, um einfach einen kleinen Mix aus Tankiness und ein bisschen Damage mitzukriegen, beziehungsweise Zauberei-Tree bringt mir einfach ein paar andere Sachen mit, die ich brauche. Da gehe ich meistens mit Nachbeben, einfach ein bisschen zusätzliche Damage für meine Ganks, beziehungsweise dann später in den Teamfights. Knochenpanzerung, damit wir einfach weniger Schaden erleiden. Die Konditionierung, um ein bisschen tankiger über die Zeit zu werden. Und genauso wie Zuwachs, um auch einfach tankiger zu werden. Der ultimative Hut nehme ich mit, weil ich will Amumus Ulti, die so mega genial ist, so oft wie möglich im Spiel haben. Und die Überlegenheit, um einfach noch weiter die Abklingzeitverringerung zu bekommen, um mein Combo, beziehungsweise hauptsächlich meine Ulti, so oft wie möglich in diesem Spiel einzusetzen. Ja. Kommen wir doch einfach mal zu den Pros und zu den Kontras von Amumu. Ein großes Pro ist, er ist mega genial in Teamfights, seine Ganks sind auch wirklich relativ deadly. Er ist von Natur aus sehr, sehr tanky, bringt einfach mit ein bisschen AP-Buff, beziehungsweise magischen Schaden-Buff.
Und macht Schaden am maximalen Leben, ist für gegnerische Tanks immer ganz gut. Problem bei ihm ist einfach, vor Level 6 sind seine Ganks halt pretty bad. Höchstens mal mit Q und den Red Buff, dann könnt ihr den Gegner erledigen, aber ansonsten schlecht. Er kann nicht counter junglen, er wird sehr gerne counter gejungelt, kann sich nicht großartig dabei wehren, außer eben mit diesem Q weghüpfen und solche Sachen. Naja. Early Game konzentriert ihr euch eh allgemein nur auf das Farmen. Ihr wollt so schnell wie möglich Level 6 werden. Im Mid Game schaut ihr dann eben, dass ihr möglichst viele Teamfights forciert, weil da seid ihr mit Amumu meistens groß im Vorteil. Und im Late Game könnt ihr sogar die Gegner Tower diven und dadurch einfach einen Teamfight forcieren. Weil wie gesagt, ein Amumu, Miss Fortune Ulti, Combo, mega. Zum Beispiel. Countered wird Amumu durch jeglichen Jungler, der im Early Game stark ist. Sei es ein Karzik, sei es ein Lee Sin, ein Xing Zhao oder ein Charban. Countern tut er aber dafür fast jeden anderen Jungler. Oder beziehungsweise fast jeden Jungler im Allgemeinen. Weil gerade in Teamfights ist kaum einer so stark wie er durch seine Ulti. Deswegen auch mein Fazit. Mir persönlich macht Amumu relativ viel Spaß. Ich spiele ihn ganz gerne mal, wobei er momentan Meta sehr weit draußen ist und auch nicht so stark ist im Solo-Queue, weil oftmals die Leute entweder keine Ulti-Kombos benutzen oder halt eben gar nicht aufpassen, wenn ihr reingeht. Ihr sterbt dann einfach. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, diese kleine Guide hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir durch einen Daumen nach oben oder auch zwei. Wenn ihr noch mehr Guides von mir sehen wollt oder auch andere Videos, drückt einmal auf diesen roten Button. Abonnieren, aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch immer in der Infobox oben eine Nachricht habt. Hey, Instant Gaming hat wieder was hochgeladen. Schaut auch gerne bei meinen Social Media Seiten vorbei, da seht ihr spätestens auch immer wieder die neuesten Videos. Wenn ihr mich mal beim League of Legends spielen sehen wollt, schaut auf meinen Let's Play Kanal Just Insane vorbei, auf meinen Twitch Kanal Smashcast, Mixer oder YouTube Gaming Kanal. Für meine Livestreams. Und wenn ihr euch für Anime und Mangas interessiert, Baseball TV ist ein anderer Kanal von mir, an dem ich One Piece Theorien, Anime und Manga Reviews rausbringe. Ja, klingt doch alles ganz nice. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten League of Legends Guide wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Heute ist so warm. Und haut rein. Ciao.